Ja, guten Tag. Wir würden gerne einmal mit Ihrem Bananenboot fahren. Wie teuer ist das denn? Ah, für schöne Frau 20 Euro mit Kind, bitte. Ah, schauen Sie mal, ich habe auch passend genau 20 Euro mit. Sehr gut. Denn wir fahren gleich los, ja? Für die kleine Bambino eine Weste, damit ihr nicht walle in die Wasser, ja? Och, aber ich kann schon schwimmen. Na, 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 Sicherheit gehen vor. Wir immer geben Kindern eine kleine Weste. Bitte anziehen, sonst wir fahren nicht. Dann zieh doch einfach die Weste an, wenn der Herr das möchte. Na gut, wenn es sein muss. Ich habe jetzt die Weste an. Können wir jetzt los? Ah, ja, claro. Komme, wir gehen auf meine Bananaboot. Bitte einen Moment noch warten. Ich muss Bananaboot in die Wasser machen. Bitte einmal kurz warten, bitte. Junge Lady, sitzen bequem? Ja, vielen Dank, es ist alles okay. Gute Festhalten, vor allem in der Kurve, ja? Immer gute Festhalten, ja? Egal, was passiert, immer festhalten. Nicht loslassen. Ich gehe jetzt auf die Boot, ja? Denn ich ziehe, falls sie zu schnelle, bitte einmal laut rufen. Ich höre vielleicht nicht, sehr laut. Ja, egal, wir fahren los, ja? Okay, dann machen Sie mal zu, wir wollen jetzt endlich los. Okay, ich starte Motor, ja? Also, es geht los. Bitte gute Festhalten, nicht vergessen. Boah, ist das cool, das macht ja mega Spaß. Ja, finde ich auch, halt dich bitte gut fest. Oh, schaut mal, da ist so ein Boot, das zieht ein anderes Boot. Das macht bestimmt voll Spaß. Du meinst da das Bananenboot, Markus? Ja, genau, dieses gelbe Boot, was da gerade wieder fährt. Können wir das nicht auch machen? Bitte, 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 bitte. Das macht bestimmt mega Spaß. Das ist bestimmt richtig teuer. Frag jetzt mal dein Papa, ob er damit einverstanden ist. Vielleicht macht er das ja mit dir. Oh Mann, den will ich aber auch. Ja, Nele, du kommst dann auch mit. Na gut, den gehe ich jetzt Papa fragen. Aber wenn er ja sagt, dann gehen wir da hin, ja? Ohne Wenn und Aber. Ja, natürlich nicht, wenn das jetzt 100 Euro kostet. Dann ist das zu teuer, Markus. Du, also Papi, ich soll dich von Mami fragen, ob ich mit meinem Bananenboot fahren darf. Aber ob das ja okay ist für dich. Ja, wenn das nicht so teuer ist und ich nicht mitkommen muss, das ist mir alles egal. Ich will jetzt hier liegen. Ihr könnt gerne mal Bananenboot fahren, aber ohne mich. Ich bin so müde, das Wetter macht mich fertig. Also ist das jetzt ein Ja oder Nein? Ja, Markus, von mir aus kannst du gerne mit Bananenboot fahren. Ja, aber ich habe da jetzt keine Lust drauf. Du musst das mit Mama machen. Das heißt also, jetzt muss ich wieder Mama fragen, ob ich Bananenboot fahren darf, weil sie, ob sie jetzt Lust hat oder nicht oder wie. Genau, das machst du jetzt eben, Markus. Geh eben rüber zu Mama und frag, ob das jetzt okay ist. Ja, also Papa hat gesagt, ich soll dich jetzt fragen. Er meinte, wenn das nicht so teuer ist, dann ist das okay. Aber er hat keine Lust, Bananenboot zu fahren. Bananenboot meine ich. Na gut, ich hätte eigentlich schon Lust. Kommt noch wer mit? Oh ja, ich würde auch gern mit. Ja, ist ja klar, Nele. Ja, wir kommen dann auch mit, oder? Linus und Hanna, was sagt ihr dazu? Oh ja, Bananenboot hört sich wirklich spannend an. Ja, wir kommen auch mal mitgucken. Lukas, die Emma schläft unterm Sonnenschirm, ja? Passt du bitte auf sie auf? Ja, mach ich. Wir sind auch bestimmt gleich wieder da. Achte bitte darauf, dass sie nicht so hart in der Sonne liegt, ja? Ja, na klar, jetzt wart da mit eurem Bananenboot. Ach, schau mal, ist auch gerade nichts los. Oh ja, das ist gut für mich. Dann geht das besonders schnell. Markus, wir müssen jetzt erstmal fragen, wie teuer das ist. Einen kleinen Moment Geduld bitte, ja? Oh, ich hoffe so sehr, dass es nicht so teuer ist. Ich will unbedingt auch damit fahren. Das sah so witzig aus. Und Nele, willst du auch damit fahren? Ach, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der Adrenalin-Junkie. Ach, ich würde bestimmt mitfahren. Ah, eine paar neue Gäste. Sehr schön. Käthe kommt da heute gut rein. Ja, einen schönen guten Tag. Sprechen Sie zufälligerweise Deutsch? Sie, nicht in meine Muttersprache, aber ich verstehe ihn gut und ich kann mich, wie sagte man, ausdrucken. Oh, das ist sehr schön. Wir würden gerne mit Ihrem Bananenboot fahren. Also wir alle. Also nicht alle zusammen, sondern ja, immer zu zweit. Was würde das Ganze denn kosten? Ah, alle Personen, die hier stehen, alle wollen fahren? Ja, ich glaube, alle wollen mitfahren. Für dich, weil du sehr, sehr hübsche Frau bist, ich mache 30 Euro, ja? Das ist aber letztes Angebot und absoluter Freundschaftspreis, ja? Also 30 Euro für alle Personen, da kann man ja nichts sagen. Klar, dann machen wir das, oder? Ja, das ist eine sehr gute Preise. Ah, du wunderschöne Frau. Dein Haar wirklich sehr, sehr hübsch. Deine Lächeln einfach fantastico. Du sehen sehr, sehr gut aus. Mein Herz sehr warm. Deshalb eine gute Preis für dich. Oh Mann, ey! Ey, Christian, guck dir das mal an, du. Da Sophia wird schon wieder angebaggert. Oh Mann, ey, du bist doch eifersüchtig, Lukas. Nee, bin ich nicht. Guck mal, der fällt dir da sogar in die Haare. Was soll das denn? Das ist wirklich sehr nett. Wir wissen das zu schätzen. Vielen, vielen Dank.
Ah, für eine schöne Frau, ich mache fast da alles. Okay, wir fahren dann gleich los. Oh, du hast ganz warme Hände. Sehr weich. Also, wie oft Sophia hier angegraben wird, ist echt nicht normal. So, schau mal, hier sind einmal 20 Euro und Sophia, du hast auch noch Geld auf der Tasche, oder? Ja, ich habe witzigerweise auch nur 10 Euro mitgenommen. Ja gut, dann passt das ja jetzt, oder? So, wer will denn anfangen? Ja, Mutti, also ich glaube, ich möchte mit dir fahren, wenn es okay ist. Gute festhalten bitte, immer festhalten. Ja, auch wenn es schnell ist, nicht die Arme bitte hochmachen, sonst sie fallen vielleicht von die Bananenboot, ja? Du sitzt denn bequem? Ja, ich sitze sehr bequem, danke. Ja, also Hannah, ich würde ganz gerne mit dir denn fahren, wenn es recht ist. Oh ja, das würde ich auch gerne machen. Dann sind wir ganz ohne Erwachsene. Das ist bestimmt mega cool. Clara, haltet euch bloß gut fest. Nicht, dass ihr noch ins Meer fliegt. Viel Spaß euch. Huch, das ist aber schnell. Oh, Mami, das ist aber ganz schön schnell. Ja, finde ich auch, Lila. Halt dich bloß gut fest. Ja, Mami, versprochen. Oh, ist das schnell. Hey, ihr beiden, viel Spaß euch. Haltet euch gut fest. Bitte gut sitzen bleiben. Wir müssen noch die Boot, umdrehen. Du beiden, das sah ja nach richtig viel Spaß aus. Oh ja, Christian, das musst du auch machen. Das macht so viel Spaß. Ja, das sah auch echt witzig aus. Ja, hattet ihr echt viel Spaß gehabt? Hat sich das gelohnt? Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder Nele? Ja, der ist voll schnell gefahren, aber es war total witzig. So, Linus, wollen wir jetzt fahren? Diese Frau so schön, sie blendet mich wie die Sonne. Ich mache alles hier sauber, damit sie schöne Bequeme hatte. Oh, ich weiß auch nicht. Nachher fährt er so schnell wie bei Nele gerade. Das war ja viel zu schnell. Ich kann dem Mann ja sagen, dass er bei uns nicht so schnell fahren soll. Wie findest du das, Linus? Ja, wir können ihn ja mal nett fragen, ob er vielleicht nicht so viel Stoff geben kann. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Ah, Sissi, du mich fragen alles. Was möchtest du, meine Schönheit? Ja, mein Sohn hat ein bisschen Angst, wenn Sie so schnell fahren. Können Sie vielleicht nicht ganz so schnell fahren bei uns? Ah, für dich, schöne Frau, ich mache alles. Wenn du willst, ich schiebe von hinten Boot an. Dann nicht, überhaupt nicht schnell. Nee, Sie können schon vorne ein bisschen Gas geben. Nur vielleicht nicht so ganz schnell, dass er nicht aus den Kurven fliegt. Er ist ein bisschen ängstlich. Ich flipp gleich aus, das gibt's doch gar nicht. Und wie sie auch einfach mitflirtet. Nee, das ist doch wohl echt unglaublich. Boah, da werde ich ja jetzt mal hingehen und werde ihm mal ein paar Tage erzählen, das ist meine Frau. Die wird hier nicht immer ständig angegraben. Mache dir keine Sorgen. Ich dich bringen und deine Kinder sicher an die Ufer. Ja, das glaube ich ja auch, aber mein Kind hat einfach immer ein bisschen Angst. Du bist wirklich eine sehr, sehr hübsche Frau. Ich selten eine so hübsche Frau gesehen. Meine Augen geblendet von deiner Schönheit. Ach Mensch, du bist aber auch ein Charmeur. So, wollen wir jetzt endlich los? So, Linus, der Mann hat gesagt, dass er nicht so schnell fährt. Also, halt dich trotzdem bitte gut fest. Ihr seid gut festgehalten und seid ihr auch bequeme? Ja, nee, wir sind bequem, jetzt fahren wir los. Oh, gleich sind wir dran, Markus. Ja, das wird bestimmt mega cool. Ich freue mich auch total. Ist alles okay bei dir, Linus? Ja, das ist total cool. Da soll man schneller fahren. Schneller. Huch, das geht jetzt aber hier hoch. Und er hatte Spaß gemacht. Oh ja, das war mega cool. Vielen Dank. Siehst du, ich habe dir versprochen. Ich halte immer meine Worte. Meine Herzen nur für dich reserviert. Also wenn Sophia hier gleich wieder herkommt, ne, die kann sich richtig was anhören, das schwöre ich dir, Christian. Ja, sie übertreibt echt ein bisschen da mit dem Geflirte. Was ist denn nur los mit ihr? Ja, nee, diese heißblütigen Italiener, die stehen richtig auf ihre schönen, blonden, gepflegten Haare. Ja, das ist meine Frau, Mensch. Die gehört mir. Echt cool, dass wir ohne Erwachsenen fahren dürfen. Einen Moment dennoch, die Junge hatte keine Weste um. Ja, aber ich kann schon schwimmen. Ist mir egal, da hinten sehr schnelle. Lieber Weste tragen, bitte. Boah, Sophia, dem hast du aber ganz schön den Kopf verdreht, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was die hier alle mit mir haben. Du bist halt eine schöne Frau. Ja, weiß ich nicht. Lukas dreht bestimmt gleich durch wieder. Bitte immer gute Festhalten, ja? Haltet euch bitte immer schön fest, ja? Und wenn euch das zu schnell ist, könnt ihr das dem Mann ruhig sagen. Der ist sehr nett. Mache dir keine Sorgen. Ich komme schnell wieder an die Lande. Unversehrt und mit einem schlagenden Herzen für dich. Bring mir lieber die Kinder gesund wieder, das würde mir mehr bedeuten. Oh Mann, Clara, hast du es gerade gehört? Er kommt mit schlagendem Herzen wieder. Er soll zusehen, dass er die Kinder heil hier vorne wieder herkriegt. Juhu, ist das cool, schneller! Ja, mach mal ruhig noch ein bisschen schneller. Ah, okay, ich mache ein bisschen schneller, ja? Aber gut, der Festhalten. Da seid ihr ja wieder. Boah, das war so cool. Wir würden hier noch eine Runde fahren.
Nee, jetzt machen wir erstmal Pause. War einmal eine richtig hohe Welle, da sind wir so rübergebrettert und wir wären fast runtergefallen. Aber wir haben uns festgehalten und das war so schnell und das war so cool und das hat so viel Spaß gemacht und der Mann war so nett. Okay, Markus, vergesst bitte nicht das Luft holen. Ja, da bin ich ja wieder, nur für dich. Soll ich dir, gebe meine Nummer, denn du kannst mich anrufen und wir können heute Abend, eine kleine Dinner machen auf meinem Balkon. Nein, also entschuldige mal bitte, aber ich bin verheiratet und das sind hier meine Kinder. Ja, ist dir doch egal, deine Mann nichts wissen muss. Außerdem, ich mag Kinder sehr gerne. Ich alle adoptieren. Du bleibst hier bei mir in Italien. Ich uns ernähre mit dem Familienboot und deine Mann gehen alleine zurück nach Hause. Also du spinnst ja wohl. Also jetzt reicht's. Geh da jetzt rüber. Also mir reicht das jetzt. Ah, Lukas, nun beruhig dich doch erstmal. Wie sieht das denn aus? Ja, wir fahren da immer Bananenboot. Den zieh ich übers Bananenboot. Na, Sophia, hast du deinen Spaß da gehabt? Also ganz ehrlich, das tut da wohl nicht Not, oder? Ja, ich habe denen schon klargestellt, dass wir verheiratet sind und dass ich kein Interesse habe. Jetzt hör auf, du mich auch noch zu nerven. Du brauchst mir nicht ankommen, dass wir nochmal nach Italien fahren. Das ist mir hier echt zu stressig. An jeder Ecke muss ich hier aufpassen auf dich. Ist ja nicht so, dass ich total eifersüchtig bin, aber das ist schon übertrieben, was hier abläuft. Lukas, ich kann doch nichts dafür, ganz ehrlich. Meinst du, ich habe denn jetzt einfach da vorne ja gesagt, hier komm, fahr mit mir Bananenboot oder was? Der hat doch angefangen. Ja, komm, Christian, wir gehen da jetzt mal rüber. Ich will jetzt auch Bananenboot fahren. Dem will ich mal erzählen, dass du meine Frau bist. So, komm, Christian. Ja, nee, also ich wollte sowieso Bananenboot jetzt fahren. Ja, gut, dann gehen wir da mal rum, ja? Puh, das war ganz schön anstrengend, oder? Ja, ich bin auch total kaputt, aber es war so toll. Ich finde, Lukas übertreibt total, oder, Clara? Nee, finde ich nicht, Sophia. Ich finde auch, dass du hier sehr viel angebaggert wirst. Ja, ich kann ihn da verstehen, dass er das nicht so gut findet. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Ich meine, er hat doch gesehen, dass das mein Kind ist. Ja, ich weiß, Sophia, aber ich kann ihn da trotzdem verstehen. Ich würde das auch nicht so toll finden, wenn Christian hier ganz viele Frauen immer ständig angraben. Ich bin halt auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, dann wollen wir mal hier dem Giovanni hier mal was erzählen hier mit seinem Bananenboot. Wir würden gerne hier mit ihrem Bananenboot fahren. Ja, und im Übrigen, die Blonde da gerade ist meine Frau, ja? Dann lass mal bitte die Finger vorn. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn man sie hier so angräbt, offensichtlich. Deine Frau, sehr nett. Ja, ich weiß, dass meine Frau sehr nett ist und die gehört mir und die hat auch meine Kinder. Und du hörst auf, sie anzugraben, das finde ich überhaupt nicht witzig. Ja, und wir wollen jetzt auch Bananenboot fahren, das sah ja ziemlich cool aus. Ja, zweimal Bananenboote fahren mit ihr beiden, oder wie? Ja, genau, wir wollen beide fahren. Ja, für euch mache ich Freundschaftspreis 70 Euro. Was? 70 Euro? Du spinnst ja wohl ein bisschen. Zuerst meine Frau angraben und mich jetzt noch abzocken wollen, oder was? Komm, Christian, wie gehen wir? Lass uns doch hier nicht veräppeln. Tja, du keine blonde Frau, deshalb, du musst viele bezahlen. Hey, da seid ihr ja schon wieder. Stell dir mal vor, der wollte 70 Euro für uns beide haben. Vergiss es. Tja, Lukas, du hast ja keine blonden Haare. Ja, aber wenn du willst, kann ich gerne fragen, ob er dich für 20 mitnimmt. Nee, lass mal, Sophia, du bleibst jetzt hier. Schön, dass wir heute auch endlich mal einen Strandkorb abbekommen haben, oder Tante Clara? Ja, Linus, das ist super. Oh, endlich mal ein bisschen Schatten hier. So kann ich es heute bestimmt super aushalten. Puh, es ist heute so warm. Ich finde, es ist noch wärmer als gestern. Ja, das stimmt, Nele. Die Luft ist heute richtig drückend. Die steht richtig. Nun, jault hier mal nicht rum. Wir sind extra hierher gefahren, damit wir endlich auch mal schönes Wetter haben. In Deutschland war es ja nur am Regnen. Ja, dürfen wir jetzt ins Wasser? Natürlich, aber bitte vorher eure Schwimmwesten anziehen und eincremen. Sag mal, Nilo, Markus, wollt ihr gar nicht mit ins Wasser? Nö, ich hab keine Lust, mir ist das zu warm. Ja, ich bleib auch erstmal hier. Ich komm später nach. Und du, Mami, kommst du mit Emma mit? Ich komm gleich mit Emma nach. Geht schon mal vor. Ach Mann, können wir nicht heute endlich mal ein Surfbrett ausleihen? Ich würde so gerne auch mal surfen. Och, Markus, heute ist es viel zu warm. Vielleicht morgen. Oh, Hanna, schau mal, da ist endlich meine Luftmatratze frei. Wollen wir uns die nehmen? Ja, sag mal, dürfen wir die Matratze haben? Bist du damit fertig? Ja, ja, ihr könnt die haben. Ich spiele nicht mehr damit. Sophia, schau mal, was wir hier haben. Ihr habt eine Matratze, ist das nicht cool? Komm schnell her. Na, ihr lasst euch das aber hier richtig gut gehen. Darf Emma auch noch mit drauf? Natürlich darf Emma mit drauf. Komm schnell her, Emma. Markus, jetzt komm doch auch endlich. Das macht so viel Spaß mit der Matratze. Komm doch jetzt auch ins Wasser. Kommst du mit, Nele? Ja, ich komme jetzt auch mit. So eine kleine Abkühlung tut mir jetzt bestimmt gut. Es ist so warm heute.
Ach, Markus, du kannst so toll schwimmen. Ich bewundere das richtig. Ich wünschte, ich könnte auch so schön schwimmen wie du. Das sieht so toll und so galant aus, wie du so durchs Wasser gleitest. Ich kann doch gar nicht richtig schwimmen. Ja, und ich wünschte, ich müsste auch keine Weste mehr haben und keine Schwimmflügel. Ja, findest du wirklich, Hannah? Naja, ich finde, ich kann nur so lala schwimmen. Ich würde gerne viel cooler sein, zum Beispiel wie die Frau da hinten auf dem Surfbrett. Also für mich bist du voll cool, Markus. Oh, schau mal, Katharina, was ich hier gefunden habe. Das ist aber eine besondere Muschel. Guck dir mal das Muster an. So eine haben wir noch nicht. Die ist echt schön. Die nehmen wir mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Steck die schnell ein, bevor die noch weggespült wird. Na gut, dann weiter. Wir wollen doch die schönsten Muscheln am Strand finden. Nachher klaut sie uns noch jemand anders alle weg. Und vielleicht finden wir noch eine Perle, hat Oma gesagt. Oh, Muscheln sammeln, das macht bestimmt mega Spaß. Ja, bestimmt, Hannah. Ich komme auf jeden Fall mit. Du auch, Nele? Ja, ich komme auch mit Muscheln sammeln. Markus, kommst du auch mit Muscheln sammeln? Nee, ich möchte nicht Muscheln sammeln. Ich möchte viel lieber surfen. Können wir Emma auch mitnehmen, Sophia? Bitte, ich passe auch gut auf sie auf. Das weiß ich doch. Wenn dir das nicht zu viel ist, Nele, dann kannst du die Kinder alle mitnehmen und auch Emma. Ja, aber lass sie bitte nicht allein ins Wasser und lauf nicht so weit weg. Warum kommt ihr denn jetzt alle aus dem Wasser? Ich wollte gerade reinkommen. Ja, wir wollen jetzt Muscheln sammeln gehen. Ich würde sagen, wir nehmen am besten den großen Eimer mit. Dann brauchen wir nicht so viel schleppen, oder? Nele, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Bruder? Will der nicht mit? Ach Mann, der schmollt, glaube ich, schon wieder, weil er nicht surfen darf. Der will auf keinen Fall mit, hat er gesagt. Den gehe ich gleich mal nach ihm gucken. Vielleicht kommt der noch hinterhergerannt. Lauf bitte nicht so schnell. Und lauf auch nicht so weit weg. Wie weit dürfen wir denn laufen? Ich würde sagen, ja, bis da hinten hin zu diesem Pelikanfelsen, wo die Pelikane alle sitzen. Ja, das ist schon ein Stückchen und ihr kommt trotzdem schnell nach Hause. Ist das ein Deal? Ja, das ist ein Deal. Versprochen, wir laufen auf keinen Fall weiter. Na gut, dann mal los, bevor es noch wärmer wird. Halt, halt, halt. Was ist denn mit Emma? Die kannst du doch nicht mitnehmen. Doch, Sophia hat gesagt, ich darf sie mitnehmen. Ich soll nur gut auf sie aufpassen und sie darf nicht allein ins Wasser. Nele, pass bitte ganz gut auf Emma auf und auch auf Linus und Hannah. Du hast eine große Verantwortung. Lass bitte keinen alleine ins Wasser. Geht nur Muscheln sammeln und lauf nicht weiter. Und pass bitte auf Emma auf. Ja, das mache ich doch immer. Ich passe immer auf Emma auf. Und auch auf Linus und auf Hannah und auf Markus. Das mache ich doch immer. Du tust immer so, als ob ich nie aufpassen würde. Es ist noch nie was Schlimmes passiert. Schaut mal, die Vögel, die haben aber ganz schön große Schnäbel. Und die Babys hier vorne sind so süß. Hannah, pass bloß auf. Nicht, dass sich da so ein Pelikan beißt. Das tut bestimmt weh. Ach, die tun doch nichts. Guck mal, der lächelt sogar. Aber die Babys sind so flauschig, so süß. Oh, ich hätte gern auch einen Pelikan. Hier sind wirklich viele Muscheln. Dann lass uns jetzt endlich mal ein paar sammeln. Oh, guck mal, hier ist eine richtig schöne. Und guck mal, was ich für eine gefunden habe. Die sieht fast aus wie so eine Kette von Oma. So schön sieht die aus. Oh, das ist die schönste Muschel, die ich jemals gesehen habe. Zeig mal, Linus, die ist ja wunderschön. So eine möchte ich auch. Wenn ich noch so eine finde, dann kannst du die gerne haben. Aber diese würde ich so gern behalten. Ich glaube, ich werde verrückt. Schaut mal, diese Muschel ist ja riesig. Das ist die größte Muschel, die ich jemals gesehen habe. Oh, die ist so schön. Die behalte ich auf jeden Fall. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Emma, was hast du denn? Warum weinst du denn? Was hat sie denn? Sie ist doch gerade noch gelaufen. Was ist denn jetzt passiert? Oh je, die Arme. Oh, ich glaube, sie ist irgendwo reingetreten oder so. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Oh, was ist hier denn passiert? Hat deine Schwester sich wehgetan? Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist auf einmal umgefallen und weint und ich habe nicht aufgepasst. Das ist nicht meine Schwester, das ist meine kleine Cousine. Was mache ich denn jetzt? Ich krieg bestimmt furchtbaren Ärger. Nun hör mal auf zu weinen. Ja, die Kleine ist einfach in eine Muschel gelaufen und hat sich doll geschnitten. Am besten geht ihr mal der Bademeisterin Bescheid sagen und der Mama von dem Baby. Oh, ich werde so Ärger bekommen. Ich habe doch versprochen, dass ich aufpasse. Oh, Sophia wird so enttäuscht sein. Linus, gehst du deiner Mama Bescheid sagen? Und Hannah, gehst du eben schnell zur Bademeisterin? Und ich schwimme am besten mit dem Boot weg. Ach Quatsch, da brauchst du keine Angst haben. Das hätte auch mir passieren können. Oder dir oder deinen Freunden. Ja, hallo Frau Bademeisterin. Ich habe da so ein kleines Problem. Es hat sich jemand verletzt. Können Sie vielleicht mal kurz gucken und vielleicht ein Pflaster drauf machen oder sowas?
Ah, jemand ist verletzt. Ich habe gar nicht gesehen. Was ist passiert und wo bitte? Du, Mama, du musst sofort kommen. Emma hat sich ganz doll wehgetan und ihr ganzer Fuß ist verblutet. Und komm ganz, ganz schnell bitte mit. Du musst ihr helfen, sie weint ganz doll. Und ja, und Nele hat Angst, dass sie Ärger bekommt. Komm bitte ganz, ganz, ganz schnell mit. Und Emma braucht dich jetzt und ich habe so Angst, dass ihr Fuß abfällt. Oh je, Emma, was ist denn hier passiert? Och Mensch, was hast du denn gemacht? Das blutet aber ganz schön doll. Was ist denn passiert? Ach, Sophia, das ist alles meine Schuld. Es tut mir so sehr leid. Ich habe nicht aufgepasst, wo Emma hintritt. Da muss wohl irgendwo, ja, weiß ich nicht, eine Scherbe oder vielleicht eine Muschel. Ich weiß es nicht. Ach, Emma, nun hör doch bitte auf zu weinen. Es ist alles gut. Dir wird jetzt ja gleich geholfen. Psst, so schlimm ist das doch gar nicht. Du bist ganz tapfer, guck mal. Ah, Sophia, es tut mir so leid. Ich habe dir versprochen, dass ich gut aufpasse und ich habe nicht aufgepasst. Ach, das ist alles meine Schuld. Nele, wir reden später. Ich muss mich jetzt erstmal um Emma kümmern. Ach, schauen Sie mal, da kommt auch schon die Bademeisterin. Ja, hallo, ich habe gehört, hier ist eine Notfallbitte. Wo ist denn die Patientin? Ah, ich sehe schon, die kleine Kind. Wird Emma wieder gesund? Ach, bitte, es soll aufhören zu bluten und sie soll schnell wieder glücklich werden. Na, hoffentlich, Linus, hört es jetzt auf zu bluten. Ja, jetzt wollen wir erstmal gucken, was die Bademeisterin machen kann und ob wir ins Krankenhaus fahren müssen. Ach Mann, ey, Sophia ist bestimmt richtig sauer auf mich. Das ist alles meine Schuld. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich war so abgelenkt von der großen Muschel. Ach Quatsch, das hätte uns doch allen passieren können, hat die Frau gesagt. Ich hätte auch da lang laufen können. Ich bin da sogar vorher noch lang gelaufen. Ich glaube nicht, dass Mama sehr sauer auf dich ist. Und wenn, dann ist sie vielleicht nur ganz kurz sauer. Ach, ich glaube nicht, dass Sophia sauer auf dich ist. Du hast doch gehört, da können wir gar nichts für. Ich hätte da genauso reintreten können. Das passiert nun mal. Ja, vielleicht sollte Emma nächstes Mal Schuhe anziehen. Ach, Emma Maus, nun hör doch auf zu weinen. Es wird alles wieder gut. Guck mal, die nette Frau kümmert sich jetzt um deinen Fuß. Müssen wir ins Krankenhaus fahren oder kriegen sie das so hin? Ja, das ich kann nicht sagen. Ich muss erstmal gucken, wie tief ist dieser Schnitt. Ja, denn zeigen Sie bitte. Ist Ihre Kind geimpft gegen die Tetanus? Ja, ja, Emma ist voll geimpft, also alles in Ordnung. Das ist schon mal sehr gut. Dann, wenn Schnitt nicht tief, sie müsste nicht ins Krankenhaus. Ach, hoffentlich. Ja gut, dann wollen wir mal eben einmal gucken. Ich halte sie fest. Ich reinige die Wunde jetzt mit die Desinfektionsspray. Ja, vielleicht ein bisschen brennen. So, und jetzt ich mache die Reste von die Muschel raus. Ah, ihre Tochter in eine Muschel auf jeden Fall getreten. Ja, oh, dies tut bestimmt ein bisschen weh. Aber übermorgen schon wieder alles gut. Ihre Emma, ja, auf jeden Fall sehr tapfer. Ja, vielleicht, sie hat viele Glück gehabt, nicht so tief gewesen. Aber vielleicht ein, zwei Tage nicht an die Strand. Die Meerwasser brennt an die Wunde. Also das heißt, zwei, drei Tage lieber zu Hause bleiben in der Ferienanlage, damit das Ganze sich nicht entzündet und nicht brennt. Habe ich das richtig verstanden? Und ins Krankenhaus müssen wir wirklich nicht? Nein, ist nichts tief, die Wunde. Aber wäre gut, wenn sie lieber ja nicht an den Strand. Die Sand und die Meer, vielleicht denn entzündet sich Wunde und dann sie müsste in ein Krankenhaus. Und falls, ja, Fieber oder irgendwas komisch, dann auch bitte ins Krankenhaus. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Ja, wenn irgendwas anders ist mit Emma und wenn die Wunde sich entzündet, gehe ich auf jeden Fall ins Krankenhaus. Danke, dass Sie uns so schnell geholfen haben. Und wird Emma wieder ganz gesund? Ist alles in Ordnung mit ihrem Fuß? Es tut mir so leid, Tante Sophia. Das braucht ihr nicht leid, Tunele. Das wäre wahrscheinlich genauso passiert, wenn ich daneben gewesen wäre. Oder deine Mama. Oder auch Lukas. Du kannst da gar nichts für. Das war einfach nur Pech. Du hast gut auf Emma aufgepasst. Sie ist nicht ins Wasser gegangen. Aber du kannst auch nicht noch gucken, wo sie überall hintritt. Also dieser Surfer, der war heute auch noch nicht da, oder? Der wollte uns so ein paar Tipps geben, hat er doch gesagt. Also Sophia meinte gestern, das ist gar kein Surfer, das ist ein Kitesurfer, das ist was anderes. Aber gesehen habe ich den heute auch noch nicht, sowas Blödes. Habe ich mich echt drauf gefreut. Ich mal ein bisschen Spannung hier. Ach, ist das schön, so tolles Wetter. Ach, ich bin ganz traurig, wenn wir wieder wegfahren. Also irgendwie ist es heute langweilig, finde ich. Ja, ich auch, wir haben schon alles gemacht. Weißt du, was auch eine gute Idee wäre, wenn wir Muscheln sammeln gehen? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Das wollte ich auch schon die ganze Zeit machen. Gut, dann fragen wir mal, ja? Vielleicht dürfen wir ja gar nicht. Oh, wie cool. Ja gut, dann lass uns mal schnell fragen. Du, Mami, ich wollte was fragen. Ja, Nele, was ist denn los?
Wir wollten fragen, ob wir nicht ein bisschen am Strand Muscheln sammeln dürfen. Ja, natürlich dürft ihr das, aber geht bitte nicht so weit weg und fragt Sophia bitte noch. Na, ihr Lieben, was habt ihr auf dem Herzen? Sophia, wir wollten dich fragen, ob wir vielleicht hier ein bisschen Muscheln sammeln dürfen und ein bisschen am Strand langlaufen, ja, können. Nele, kommst du denn auch mit? Ja, ich komm auch mit. Ja gut, dann dürft ihr hier langlaufen, aber bitte nicht so weit, ja? Na gut, dann wartet mal schnell, ich hol noch einen Eimer. Na, was habt ihr denn wieder vor? Mit dem Eimer und so. Ja, stell dir mal vor, wir gehen jetzt Muscheln sammeln. Ich hoffe, ich finde ganz große. Ich setz auch mal lieber mein Käppi auf, das ist viel zu warm. Das ist wirklich sehr gut von dir, da passt du gut auf deinen Kopf auf. Man kann sich nämlich ganz schön verbrennen. Nele, lauft aber bitte nicht so weit weg, ja? Nein, machen wir nicht, versprochen. Und ins Wasser gehen wir alleine auch nicht. Ehrenwort, Clara. Seht ihr da vorne die große Bucht? Bis dahin dürft ihr laufen. Das reicht denn, da sollten genügend Muscheln sein. Oh ja, das ist ganz schön weit weg. Naja, es ist noch so weit, dass ich euch gut im Auge habe eigentlich. Also, dass ich zumindest noch ein paar Punkte erkennen kann. Seht ihr da die beiden großen Steine? Da geht ihr bitte nicht rein, das ist sehr, sehr glitschig, ja? Okay, machen wir. Also machen wir nicht. Also diese Idee mit dem Kescher ist wirklich gut, Markus. Du kannst ihn ruhig mitnehmen. Oh, das ist lieb. Danke, Linus. Okay, also wir dürfen bis da hinten zur Bucht gehen. War es nur so kurz? Ach komm, Markus, das ist ein ganz schöner Weg. Es ist ja auch ganz schön warm und das sollte reichen. Nachher verlaufen wir uns noch. Viel Spaß. Schaut mal an, hier vorne sind schon ein paar Muscheln. Die sehen so toll aus. Boah, echt cool. Wir mussten gar nicht weit laufen. Schau mal, Hannah, was ich hier für eine riesengroße Muschel gefunden habe. Oder besser gekeschert habe. Oh, ich habe auch eine, Linus. Ja, echt toll. Aber ich hätte gern so eine große. Ja, wir laufen doch noch weiter. Genau, Linus, wir laufen noch ein Stück weiter. Also kommt. Boah, das ist aber ein ganz großer Krebs. Ja, schaut mal seine Scheren an. Von dem möchte ich nicht hier gekniffen werden. Oh, Nele, so eine will ich auch. Ja, ich habe hier nur die eine gefunden. Aber wir können ja gucken, ob wir noch mehr davon finden. Die ist ja riesig. Oh ja, so eine will ich auch. Komm, Linus, wir gucken hier vorne weiter. Ja, ich will auch so eine, aber ich will auch den Krebs keschern. Nee, Markus, der Krebs bleibt jetzt im Wasser, der ist viel zu groß. So, jetzt komm, weiter. Oh ja, ich habe auch eine gefunden. Schaut mal hier, so eine schöne Runde. Die ist wirklich hübsch. Ja, die hebe ich jetzt auf, das ist meine. Ja, nehmen Sie ruhig, du hast sie ja gefunden, Hanna. Ein echtes Prachtstück, Hanna, super gefunden. Och Mann, jetzt will ich aber auch eine. Ja, Linus, jetzt bleib mal locker, wir laufen doch schon weiter. Wir finden bestimmt noch eine für dich. Du, sag mal, Nele, was ist eigentlich hier dieses grüne Zeug? Also ich glaube, das ist Seetang. Bin mir aber nicht sicher. Was ist denn Seetang? Also ich glaube, meine Oma hat mir mal erzählt, dass das Algen sind. Also dieser Stein da hinten hat wirklich eine komische Form, oder findet ihr nicht? Ach, Markus, was du wieder dir einbildest. Der sieht aus wie ein Stein. Ja, aber irgendwie ist der so weiß. Ach, Markus. Komm, Linus, wir gehen mal gucken. Ja, ich würde auch gerne wissen, was das für ein komischer Stein ist. Wo wollt ihr beiden denn jetzt hin? Ja, wir wollen uns mal den Stein angucken. Aber Mama hat gesagt, wir dürfen nicht auf die Steine. Ich will ja auch nicht auf die Steine. Ich will mir nur den Stein angucken. Ja, gut. Dann geht aber bitte nicht ins Wasser und auf die Steine, ja? Ich hab's Mama versprochen. Ja, Nele, ich guck nur von oben. Versprochen. Dieser Stein hat wirklich eine witzige Form. Sieht aus wie ein Delfin. So einen Stein habe ich noch gar nicht gesehen. Guck mal, hat der Stein sich gerade bewegt? Linus, ich werde verrückt. Das ist ein echter Delfin. Das ist gar kein Stein. Wie meinst du das, Markus? Ja, schau doch mal, der bewegt sich. Was macht der Delfin denn hier in der Bucht? Der kommt doch gar nicht mehr ins Wasser. Nele, Hanna, komm sofort hierher. Nele, Hanna. Mein Sir wird hier sterben. Er darf nicht sterben. Nein, wir helfen ihm, aber ich weiß nicht wie. Nele, jetzt komm doch endlich. Markus, geh lieber nicht so nah ran. Es ist trotzdem ein wildes Tier. Ja, ich weiß, aber ich würde ihm so gern helfen. Der Delfin tut mir so leid. Hanna, Nele, jetzt komm doch endlich. Komm bitte. Mann, was schreien die denn da wieder so rum? Ich hab doch gesagt, ihr dürft nicht so nah an die Steine gehen. Das hat Mama verboten. Ihr solltet mal lieber beide eure Augen ganz gut aufmachen. Das ist kein Stein, das ist ein Delfin. Und er lebt. Was? Das ist ein echter Delfin? Was macht er denn hier am Strand? Der muss doch wieder ins Wasser, wird doch sonst sterben. Also, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Ja, am besten holen wir Erwachsene, oder? Ich weiß nicht, wie schwer so ein Delfin ist. Den kriegen wir doch gar nicht ins Wasser. Markus, du bist der Schnellste von uns. Lauf du sofort zum Strand und hol Hilfe. Hol Erwachsene. Hol, ja, am besten, ja, Papa und Mama und Lukas, die haben viel Kraft. Ja, die sollen sofort hierher kommen und helfen.
Ich gehe mit Nele, ich bin auch schnell. Ja gut, dann geh du auch mit. Sag, es ist wirklich dringend und dass sie sich beeilen sollen. Hey, der arme Delfin. Ach, du Armer. Komm, ich streiche dich ein bisschen. Hey, Hanna, sei vorsichtig, das ist ein wildes Tier. Ja, aber er tut mir so leid. Ja, aber die Schwanzflosse ist trotzdem gefährlich, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Da musst du ganz gut aufpassen, geh lieber weg. Nein, ich kann nicht weggehen, ich will ihm helfen. Ich will ihn nicht alleine lassen, den Arm. So, Linus, komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Bist du sicher, dass du schnell bist? Ja, ich bin schon schnell. Ja gut, denn jetzt Beeilung. Linus, du musst schneller laufen, der Delfin braucht uns. Ja, ich komme da schon. Du läufst aber wirklich sehr schnell, Markus. Ja, ich spiele auch Fußball. Also, Hanna, mir wäre viel wohler, wenn du nicht so nah an den Delfin vielleicht gehst. Ja, nee, mach dir keine Sorgen. Guck mal, er ist doch wirklich lieb. Ja, aber die Schwanzblöße ist wirklich gefährlich. Er kann damit immer noch schlagen. Weißt du, wie wir ihm ein bisschen helfen können? Wir könnten ihn ein wenig nass halten. Dann, ja, dann trocknet er nicht so doll aus. Er lebt ja noch. Das ist eine gute Idee. Dann mach mal zu, Hanna. Oh nein, was ist das denn da vorne? Oh weh, Hanna, hier liegt noch ein Delfin. Ein ganz kleiner. Dann ist das hier bestimmt die Delfin-Mama. Oh, wie furchtbar. Halt ihn auch vielleicht ein bisschen nass. Mach dir keine Sorgen, du kleiner Delfin. Ich werde dich retten. Ich halte dich gut nass. Och, halt bitte, bitte durch. Du darfst nicht sterben. Komm, Nele, nun steh hier nicht so rum. Halt den Delfin nass. Er lebt doch auch noch. Er atmet. Ja, ich weiß, aber tut mir so leid. Ja, aber so wirst du ihm nicht helfen, wenn du hier stehst. Also mach ihn bitte mit nass. Ich nehme jetzt den Eimer wieder mit zu dem anderen Delfin. Vielleicht machst du einfach deine Hände nass und verteilst das Wasser. Aber sei schön vorsichtig. Ja, mach ich, und du geh nicht so nah an den Delfin und an die Schwanzflosse. So, schau mal, hier ist wieder ein bisschen Wasser. Och Mann, wo bleiben denn Linus und Markus? Seid ihr euch wirklich sicher, dass es ein echter Delfin ist? Ja, sind wir. Jetzt kommt doch bitte endlich mit, er braucht unsere Hilfe. Oh nee, das ist ja echt ein Delfin. Ja, sagen wir doch, dann helft ihm doch endlich. Ach du Schande, das ist ja wirklich ein Delfin. Clara! Clara, wir brauchen hier deine Hilfe! Clara! Also heute ist es echt ein bisschen nervig. Zuerst sagen sie, es soll hierbleiben und auf die Kleine aufpassen, jetzt rufen sie doch. Ja komm, Emma, dann gehen wir mal gucken. Ja, also ich habe ihn ein bisschen nass gemacht, was anderes wusste ich nicht. Ja, das hast du gut gemacht, aber wir müssen aufpassen wegen der Schwanzflosse, die ist sehr gefährlich. Als erstes müssen wir den Delfin erstmal umdrehen, er kriegt doch so kaum Luft. Seht so, dass ihr den Delfin umdreht. Ja, also Sophia, ich meine, so ein Delfin wiegt ja jetzt hier keine 20 Kilo. Ja, dann packen wir halt alle an. Wie kann das eigentlich passieren, dass hier ein Delfin einfach am Strand liegt? Also Hanna, sowas kann viele Gründe haben. Beispielsweise hat der Mensch ihn vielleicht gestört mit Lärm oder einem Sonar. Ja, oder vielleicht war die Anführerin der Delfine auch einfach orientierungslos. Aber dann müssten hier mehrere Delfine liegen. Vielleicht ist dieser Delfin auch einfach vom rechten Weg abgekommen. Wir wissen es nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir den Delfin helfen. Ja, komm, Lukas, ich meine, du gehst ja auch einfach ins Fitnessstudio. Also wirst du ja wohl schaffen, den Delfin mit mir zu drehen. Ja, klar, also komm. Wie viel Kilo wiegt denn so ein Delfin? Ja, das ist schwer zu sagen. So zwischen 100 und 150 sind das bestimmt. Und da er jetzt auch noch lebt und so, ja, gerade nicht helfen kann, wiegt er bestimmt ein bisschen mehr für die Männer. Also, los, anpacken, Jungs. Boah, der sollte mal ein bisschen weniger Fische essen. Der ist ja mega schwer. Ja, Lukas, oh, mein Rücken, ey. Also alleine kriegen wir den niemals ins Wasser. Also verletzt sieht dieser Delfin nicht aus, das ist schon mal gut. Ich glaube, wir könnten ihn einfach so ins Wasser bringen und brauchen keine Küstenwache oder Delfinschutz. Höchstens, wir schaffen es jetzt nicht, aber es sollte eigentlich gehen. Hanna, siehst du hier oben das Loch? Das müssen wir auf jeden Fall frei halten. Du kannst jetzt auf jeden Fall Wasser holen, aber bitte niemals in dieses Blasloch kippen. Das ist das, wo der Delfin nämlich seine Luft rauszieht. Okay. Mach deinen Eimer immer wieder voll und kipp den vorsichtig auf den Körper. Der Delfin scheint ja sehr ruhig zu sein. Geh bitte aber niemals hinten an die Schwanzflosse, das ist sehr gefährlich. Hey, wir müssen diesen hier auch noch drehen. Ja, Jungs, jetzt kommt mal hier rüber. Hier ist noch ein Delfin. Ja, jetzt Moment, unsere Rücken. Nee, kein Moment. Seht zu jetzt. Ja, Clara, nun geh da mal weg. Ich muss den Delfin jetzt drehen. Ja, ist ja gut, Lukas. Ja, Mann, die sind echt schwer. Hey, das ist doch nur ein kleiner Delfin. So, ja, oh. Aber der war nicht so schwer wie der andere. Nee, der war okay. Also Sophia sagt, wir sollten oben da dieses Loch frei halten. Ein bisschen sauber machen und schön feucht halten. Du bist wirklich ein hübscher, braver Delfin. So, Hanna, machst du ihn nochmal nass? Ja, klar. Also, Christian, den großen Delfin, den kriegen wir niemals allein ins Meer. Ja, da müssen wir nochmal Hilfe vom Strand holen. Da sind ja noch ein paar Männer. Ja, das sehe ich auch so. Der ist viel zu schwer. Ja, und der liegt da auch wie so ein Schluck Wasser. Den kriegt man kaum, ja, bewegt. Auf gar keinen Fall schaffen wir das alleine. Ja, dann mal los. Dann gehen wir mal schnell zum Strand und holen Hilfe. Linus, sei bitte vorsichtig mit der Schwanzflosse. Der Delfin kann immer noch ausschlagen. Ja, ich bin ganz vorsichtig, aber ich würde ihn gerne mal anfassen.
Ja, fass ihn an, aber vorsichtig. Ja, der Delfin ist relativ groß, also schwer. Es wäre gut, wenn ihr uns vielleicht helft. Ja, klar, wir kommen mit. Ja, nee, ich komme auch mit. Jo, ich auch. Ja, der mal zu. Meinst du, der Delfin wird überleben, Sophia? Ja, hoffen wir es mal. Wir helfen ihm jetzt ja. Und ich glaube, er liegt hier auch noch nicht so lange. Ach, wie toll. So viele Menschen, die helfen wollen. Ja gut, ich würde sagen, wir ziehen zuerst die Mutter ins Wasser, oder? Ja gut, Jungs, dann mal ran an den Speck. An den Delfin, meine ich. Toll, Lukas, dass ihr so viele Menschen mobilisieren konntet. Ja, Sophia meinte, glaube ich, zuerst den großen Wal und dann den kleinen. Ach, ich meine Delfin. Jetzt bin ich hier schon bei Walen. Genau, erst den großen und dann den kleinen. Gleich kannst du wieder viel Wasser trinken und Fische essen und springen. Ach, spring doch einmal für uns, das wäre so toll. Och, ich hoffe so sehr, dass der Delfin da draußen wieder ins Wasser kommt und dass es ihm gut geht. Das wäre so schade. Ach, Hanna, hier sind doch so viele Menschen, das wird schon klappen. Reißt aber nicht so da an der Schwanzflosse rum. Und passt auf, die ist sehr gefährlich. Ja, Sophia, das haben wir jetzt verstanden. So denn mal, hau ruck. Ja, und richtig ins tiefe Wasser. Meinst du, der Delfin weiß jetzt, wo er lang muss? Ja, hoffentlich. Wir gucken aber nachher nochmal lieber, ob er wieder zurückgeschwommen ist. Ja, und jetzt der Kleine. Ja, der ist jetzt zum Glück nicht so schwer. Okay, bei drei, ja? 1, 2, 3. Könnt ihr die beiden sehen? Ich sehe sie nicht. Ah, schaut mal da hinten. Boah, guck mal, Hanna, der springt nur für dich. Ja, wie toll. Tschüss, du kleiner Delfin. Und pass jetzt gut auf dich auf. Oh, sieht das toll aus, wenn der springt. Da gebe ich euch recht. Wunderschön. Ach, es fühlt sich immer so gut an, was Gutes getan zu haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die beiden, die finden jetzt den richtigen Weg. Ja, wir sollten nachher auf jeden Fall nochmal gucken kommen. Hanna, du weinst ja. Warum weinst du denn? Ja, das war einfach so schön, wie der Delfin gesprungen ist. Das hat mich einfach ein bisschen gerührt. Ah, hallo Kinder. Oh, war das heute spannend, oder? Gebt dem Video unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr euch auch freut, dass der Delfin wieder frei ist. Ja, und schreibt uns unbedingt einen Kommentar. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag und hoffen, dass wir uns ganz schnell wiedersehen. Bis dann. Tschüss.